In die Berge zu gehen ist ja was Schönes. Aber was ist in 5 Jahren? Oder was ist in 10 Jahren? Sind wir bereit dafür, in 10 Jahren noch so gesund und fit in die Berge zu gehen, wie wir es heute tun? Oder haben wir dann schon Muskelprobleme, Gelenkprobleme und Verletzungen? Darum geht es heute. Ja, ich weiß, alle Leute unter 30 haben spätestens nach dem Intro eigentlich schon abgeschaltet. Gesundheit. Ich meine, was kümmert mich mein Gelenk von morgen? Ich bin ja noch fit. Aber ich habe in den letzten Jahren am eigenen Leib, aber auch bei anderen Leuten gelernt, das ist eine naive Haltung. Bergsport ist ja gesund, sagt man. Und das stimmt ja auch. Aber man kann sich im Bergsport auch richtig kaputt machen. Und deshalb möchte ich euch heute 4 wichtige Tipps geben, damit ihr auch in 10 Jahren oder im hohen Alter noch eine Freude an den Bergen haben könnt. Die Wahl des Rucksacks haben wir ja schon einige Male besprochen. Und es gibt auch ein Top-Video dazu hier am Kanal zum Thema Rucksack richtig einstellen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass ihr beim Rucksack immer auf die korrekte Einstellung achtet. Denn sitzt der Rucksack nicht richtig, dann versucht man unangenehme Druckstellen oder ähnliches durch Haltungsveränderungen zu vermeiden. Und das geht dann eben auf die Gesundheit. Solltet ihr die korrekte Rucksackeinstellung also nicht kennen, dann schaut euch das Video hier oben auf jeden Fall mal an. Der Rucksack ist deshalb so ein wichtiges Thema, weil ihr mit dem Rucksack allein eure Wirbelsäule schon beeinflussen könnt. Und die Wirbelsäule beeinflusst auch die Hüfte und damit dann eben die Beine. Im Körper hängt ja alles im Prinzip auch zusammen. Beim Rucksack ist auch das Gewicht sehr wichtig. Ich weiß, viele von euch sind auch mit viel Gepäck unterwegs und schätzen es, wenn sie im Gipfel ein 4-Gänge-Menü anrichten können. Aber das hat ebenfalls seinen Preis. Rucksäcke, die mehr als 12 oder 13 Kilo wiegen, müssen über eine sehr genau angepasste Tragekonstruktion verfügen, wenn sie über längere Zeit getragen werden sollten. Die Hüftgurte so schwerer Rucksäcke sind nämlich in der Regel nicht mehr ausreichend für eine gute Lastverteilung. Wenn ihr wirklich schwere Rucksäcke mit 20 Kilo tragen wollt, dann solltet ihr auf ein gutes Verhältnis zwischen dem eigenen Körpergewicht und dem Rucksackgewicht achten. Bei 60 Kilo Eigengewicht sind 20 Kilo Rucksack rund 33% des Körpergewichts. Bei 80 Kilo Körpergewicht sind es nur noch 25%. Es gibt grundsätzlich keine Faustregel für Verhältnisse, die noch in Ordnung sind und schlechte Verhältnisse. Dazu gibt es nämlich keine Forschung, sondern nur Meinungen. Aus persönlicher Erfahrung, auch mit richtig schweren Rucksäcken, kann ich aber ein paar Sachen ableiten. Egal wie gut ihr einen Rucksack einstellen könnt, übersteigt der Rucksack 40% eures Körpergewichts, schadet er jedem Knochen eures Körpers. Die vorderen Oberschenkel sind viel stärker belastet, was über die Dauer zu schnellerer Ermüdung führt. Und dann geht die Belastung direkt auf das Kniegelenk. Und da sind die Abnutzungserscheinungen dann richtig bescheiden und langfristig. Trust me, auch ich habe da schon Probleme und ich bin keine 60 Jahre alt. Aber auch die Wirbelsäule leidet bei so schweren Rucksäcken. Ich wiege beispielsweise 67 Kilogramm. Ich kann schon richtig schwere Rucksäcke tragen. Bis 30 Kilo habe ich bei Touren schon mal zumindest einen Abstieg bewältigen müssen in einer Notsituation. Aber die Rückenschmerzen, die kommen nicht von jetzt auf gleich, sondern über die Zeit mit der Dauerbelastung. Achtet also wirklich darauf, pauschal gesagt die 13 Kilo niemals langfristig zu überschreiten. Und ich weiß, was jetzt viele Weitwanderer sagen werden. Ja, mein Rucksack hat 20 Kilo und das geht ganz problemlos. Wenn man wirklich fit ist und auch nicht so leicht wie ich beispielsweise oder noch leichter, dann sind 20 Kilo im Verhältnis auch nicht so viel, wie wenn ich sowas tragen würde. Deshalb sind pauschale Tipps hier eben sehr schwierig. Im Verhältnis kann man sagen, dass Rucksäcke, die schwerer sind als 30% des eigenen Körpergewichts, tendenziell Langzeitschäden verursachen werden. Je nach Haltung in der Wirbelsäule, der Hüfte und oder den Knien. Stöcke sind was Verpöntes in der Puristenszene. Auch ich bin verhältnismäßig oft ohne die Stöcke unterwegs, gebe ich zu. Aber selbst wenn man keine Knieprobleme hatte, sind bei langen Abstiegen die Stöcke gesundheitlich gesehen eine Hilfe. Denn Abnutzungserscheinungen bei den Kniegelenken und Bändern zeigen sich nicht direkt bei der Tour, sondern eben über lange Zeit. Dann geht's nur noch mit Stöcken, aber dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät, weil das Gelenk ja dann auch schon kaputt ist. Deshalb nehmt euch immer leichte Faltstöcke mit, wenn es um lange Abstiege geht. Wer nach der Watzmann-Überschreitung im Abstieg ohne Stöcke unterwegs war, hat sich im Aufstieg sicher etwas Gewicht gespart. Aber der Abstieg war trotzdem kein Geschenk für die Gelenke und die Muskulatur.
Ich weiß, das klingt alles nach den Tipps bei der Rentnerreha, aber eigentlich sollte es uns das schon wert sein, dass wir nie eine Rentnerreha brauchen, weil wir immer gut auf uns geachtet haben. Stöcke sind im Aufstieg eine Hilfe für die Entlastung des Oberschenkelmuskels. Im Abstieg ebenfalls. Und gerade im Abstieg passiert dann meistens Folgendes. Die Muskeln machen durch die Müdigkeit schlapp und die Aufprallenergie wird ungebremst auf das Sprunggelenk und die Knie übertragen. Deshalb korrekter Stockeinsatz. Auch zu diesem Thema gibt es hier oben schon ein Video. Eure Füße tragen euch durchs ganze Leben und genauso wie ich seid auch ihr sicherlich ziemlich undankbar, wenn es um die Füße geht. Wer also lange am Stück in den Bergen unterwegs ist, sollte auf die Fußstellung achten. Senkfüße sind in unserer sitzenden Gesellschaft immer häufiger geworden und müssen definitiv behandelt werden. Wer Weitwanderer ist, hat sonst über die Zeit ein echtes Problem mit Langzeitschäden. Dabei sollte man sich entweder mit Physiotherapie, Einlagen oder Barfußtraining zu helfen wissen, da Senkfuß, Plattfuß und Co. kein Todesurteil, sondern mit genug Geduld super behandelbar sind. Das Problem bei Fußfehlstellungen ist, dass sie sich auf den gesamten Körper auswirken. Eine schlechte Fußhaltung führt zu einer verfälschten Position des Schienbeins, was wiederum zu einer Verschiebung innerhalb des Kniegelenks führt. Wird das Knie nicht richtig ausgeglichen, kommt es zu Schäden im Knie. Sonst wird das Problem oftmals auch in der Hüfte entstehen. Klingt alles nicht so geil, aber ganz ehrlich, ich kenne haufenweise Bergsteiger mit Knieproblemen, Hüftproblemen, Schmerzen bei langen Abstiegen und so weiter. Beschäftigt euch definitiv mal mit dem orthopädischen Teil des Körpers, wenn ihr gerne und viel in den Bergen unterwegs seid. Dieser Tipp geht nicht so sehr an die Urlaubswanderer, sondern mehr an die Hobbysportler-Fraktion. Klar, zweimal die Woche in die Berge gehen ist cool. Mal eine lange Weitwanderung über 2-3 Wochen zu machen, ist sicherlich auch cool. Aber wer müde ist, macht Fehler. Und egal wie fehlerfrei man ist, Müdigkeit und Erschöpfung führen auch zu körperlichen Problemen. Ihr müsst euch einfach immer nur einen Satz merken. Fallen die Muskeln aus, springen die Gelenke ein. Das ist pauschal nicht immer richtig, weil manchmal bei den Gelenken natürlich auch die Sehnen und Bänder mit gemeint sind, die um das Gelenk drumherum liegen. Und Muskeln können sich eben sehr schnell regenerieren, brauchen meist zum Beispiel nur wenige Tage. Gelenke, Bänder, Sehnen brauchen manchmal tatsächlich Monate oder sind chronisch kaputt. Also wenn es in die Berge geht, achtet auf euren eigenen Zustand. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Langfristig ist das jedenfalls die bessere Entscheidung. In diesem Sinne hoffe ich, euch mit den Tipps einen Denkanstoß gegeben zu haben. Beschäftigt euch jetzt vor der Saison bitte mit euren Schuhen, euren Rucksäcken und euren hoffentlich nicht zu extremen ambitionierten Abenteuern. Falls ihr für eure Abenteuer noch ein paar Socken oder die richtige Mütze oder Isolationsschicht braucht, dann ist alpaka-am-berg.at eine gute Adresse. Wer wunschlos glücklich ist, kann die Alpenacademy aber auch anders unterstützen. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!